Also, das ist hier ein Best of League of Legends Deutschlands und ich bin drin, angeblich. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Du möchtest schlank und sexy sein. Du möchtest abnehmen, ohne zu hungern. Mit dem 10 Weeks Body Change Programm habe ich ein Ernährungsprogramm entwickelt, mit dem du deine Ziele erreichst. Kniebeugen, Leute, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bekommen. Sau stark. Spielt ihr nicht auf dem Master? Wenn Master so ein Disrespect-Finish ist schon böse. Mein Kreislauf ist in ungeahnte Höhen gesprungen. Und damit willkommen zum neuen Marki-Video. Wir haben quasi angefangen Höher. Mit Radeln. Was kommt nochmal danach? Challenger, ne? Nicht Radiant. Weißt du, zwei Games von Riot, die hätten sich das doch mal einheitliches System machen können. Beim einen heißt es Radiant, beim einen ist es Challenger, dann hast du Ascendant, dann hast du irgendwie Master. Digga, das ist doch ein Publisher, mach doch ein System. Und das eine geht von Diamond 3 zu 1 und das andere geht von Diamond 1 zu 3. Was soll das? Dann gibt's noch Grandmaster. Komm. Sind so geformt, dass quasi meine erste Analerfahrung war. Also ich fühlte mich entjungfert. War ganz komisch. Play the game, Kid. Nein, ich spiele das Spiel jetzt nicht. Ich möchte jetzt mit dem Bagger spielen, Mama. Ich möchte mit dem Bagger spielen. Du bist kein scheiß Bagger, du Arschloch. Oh mein Gott. Stell dir vor, du bist League of Legends, Streamer und YouTuber. Das toxischste Game der Welt und du machst das seit 10 Jahren hauptberuflich. Ich schnupper ja manchmal so vorbei in die Kluft und schau mal ganz kurz, wie da so die Stimmung ist unter den Toxic-Leuten. Dann wünscht mir da jemand mal ganz schnell einen Hirntumor, weil ich irgendwie die falschen Runen aus Versehen mitgenommen habe. Und dann gehe ich auch wieder raus aus der Kluft. Aber die sind da seit 10 Jahren. Gott! Ich kann nicht der Elo-Kalister spielen. Ich möchte mir das Leben nehmen. Ich möchte mir die Augen Guck. Ausschneiden. Das passiert dann. Scheiß auf Corona. Gib's mir nochmal. Bitte gib mir nochmal Corona. Ich halte das nicht mehr aus. Der Mann mit dem Horn oder der Mann mit der Axt? Wer ist der Mann mit der Axt? Ah. Ich habe an Olaf gedacht. Die Frau mit dem Schwein ist auch nochmal gut, oder nicht? Die Frau mit dem Schwein ist nicht der beste. Kann man. Aber ist Toni auch hier? Oh, okay. Der war gut. Naja, war ja klar. Dann war schon klar, dass der Gag kommt. Das war eine Steilvorlage. Der hätte schon früher von den anderen kommen müssen. Das ist doch nicht Unge, Alter. Was für eine Scheiße. Der war nice. Also ich muss legit climben und mich vorbereiten für die Playoffs. Ist mir sehr wichtig. Meine eigene Freundin hat geweint letztens. Hat geweint, weil ich mir keine Zeit für sie nehme. Und ich habe gesagt, Hunsen, es kommen bessere Zeiten auf uns zu. Aber Stand jetzt muss ich Solo-Queue spielen. Ace für NNO. Und ich glaube, mit dem Baron-Buff, dann kann man hier auch direkt durchfahren durch das Ding. 15 Sekunden auf dem Death-Timer. Nano ganz alleine. Und NNO geht in die Playoffs. So macht man das, wenn man das gewinnt. Was macht der für Siegesfeiern? Wie geil. Junge Heranwachsende in der Sucht. Marihuana. Harmloses Gute-Laune-Mittel oder doch gefährliche Droge. Noch mehr die Ehre. Viel Spaß gleich bei Freddy, Leute. Viel Spaß bei der Freddy. Ich hab euch nach Bayern. Ich hab euch, Leute. Ich kann auch Party machen wie die jungen Kids. Sollte keiner sagen, dass ich nicht auch Party machen kann wie die jungen Kids. Jetzt warte mal, ja. Ich hab euch. Na? Ich tot euch wieder extrem für den Minions. Boah, ich fühl echt gut. Die beide gefickt. Ganz klar zu sehen hier in dem Clip. Oh, ja!
Oh ja! Oh, die habe ich geblurrt! Oh baby, oh baby! Scheiße! I don't wanna do this anymore. Warum, ganz viele fragen, warum ist er so blass und hat so Augenringe? Ich glaube, der hat irgendwas. Ich glaube, der hat irgendwas. Also ist jetzt nicht... Wisst ihr? Lola. Oh, ich will mich anfassen. Hat er nicht. Der ist so geboren, der hat nichts. Der hat ja immer schon solche Augenringe und war so blass. Ist halt ein LoL-Spieler. Das hat nicht jeder LoL-Spieler. Das war ihm chronisch. Das hat er schon ewig. Sobald man Grandmaster ist, passt sich der Körper an. Nein, nein, so ist das nicht. Er hat das auch schon vor League of Legends. Ist das Kog'Maw? Oh mein Gott, ich bin eine Legende. Mamacita, da 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 da. Da sind ja nur die allerkrassesten LoL-Spieler überhaupt drin. Beste drei Jungler aktuell. Volibear, Wukong, Autofill. Migi, bist bei dir, hieß bei dir, ich komm. Lauf nach unten. Lauf nach unten. Boah, das ist so clean. Wow! Was? Wieso stealst du? Wieso stealst du denn? Du bist... Der Strobe stealt, ich hasse ihn so. So dumm! Du bist dumm, Digga. Ich feed, Mann, das ist doch das Format. Ich feede jede Runde und meine Mates sind Smurfs und gewinnen das Game. Aber du bist auch ein Feeder. Das hast du einfach nicht begriffen. Vielleicht. Was? Ich hab was? First Blood? Das bin ich! Wie konnte das kein Kill sein? Der Autotech flog doch. Da kam sogar First Blood. Da kam nur die First Blood-Meldung. Das war der größte Bait, den ich in League of Legends je kassiert habe. Hey, wo ist der Clip? Wo ist der? Ich will das Leben sehen. Hast du einfach nicht begriffen! Der flasht sogar. Der hatte doch gar kein Leben. Vielleicht. Was? Ich hab was? First Blood? Ich wollte schon so schreien. Ich dachte ich! Kommt das Hextech-Opening? Was ist das denn? Ach, das sind so Lootboxen hier im Game. Es gibt in League of Legends Lootboxen? Ja, ja. Was? Mein Main-Account ist entbannt. Wir können mal bald ein schönes, großes League of Legends-Opening machen. Schönes Hextech-Opening. Was heißt Account suspended? This account has been suspended permanently. What the fuck? Einmal beleidigt. Wieso kann man noch gebannt werden? Ich hab da gerade 100 RP aufgeladen. Digga, ich kann doch nicht alle paar Sekunden gebannt werden. Ich hab nichts bekommen. Ich hab keine Mail bekommen. Das letzte Mail, die ich bekommen habe, waren die 100 Euro Riot Points, die ich gekauft habe, den Zahlungsbeleg. Das war's. Keine weitere Mail. Schicken mir eine Rechnung von 100 Euro und bannen mich dann. Ohne Mail. Hey, schau, mach die Augen auf. Ich komm nicht aus deinem Raum. Geil. Ich komm nicht aus deinem Haus. Ich will so gerne Master werden und nicht schon in deinem Sterben. Hey. Geil. Sehr, ey, war gut. So kannte ich gar nicht. Ich guck mir regelmäßig die ganzen LoL-Content an. Keine Ahnung, ich guck's auch gerne. Weil ich wusste gar nicht, dass es so ein Best-of gibt.